Piastri, geniale Ausgangslage auf der 9, super stark vor Ocon. Startaufstellung für den Saisonauftakt hier in Bahrain. Für mich lief das Qualifying leider nicht so gut im ersten Rennen. Umso besser war es aber für Mercedes. Die fangen so an, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Hamilton und Russell mit einer Doppelpole. Dann kommen Alonso und Norris, McLaren, die den Titel verteidigen wollen. Leclerc und Sainz auf 5 und 6. Und dann kommen die beiden Red Bull. Joe Guanyu nur 8000stel langsamer als Verstappen. Piastri, geniale Ausgangslage. Auf der 9 super stark vor Ocon, Magnussen und Stroll. Bottas vor Gasly und Albon. Purcher hat Q1 verlassen. Tsunoda auf der 17. Wir kommen dann nur auf dem 18. Platz. Sind aber noch vor De Vries, den beiden Haas und Westi ganz hinten. Und damit Servus und herzlich willkommen zur F1 23 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Saisonauftakt der dritten Saison hier, das Startrennen in Bahrain. Leider lief es für mich im Qualifying nicht gut. Ich habe irgendwie keinen Grip bekommen auf der Bremse, ständig durchdrehende Reifen. Es hat sich nicht gut angefühlt. Mir hat die Saisonpause, glaube ich, nicht so gut getan. Man muss auch dazu sagen, in der Realität habe ich tatsächlich jetzt 2-3 Wochen lang nicht mehr gezockt. Von daher ist es jetzt ein bisschen schwierig, da wieder reinzukommen. Ich hoffe, dass wir das im Rennen und in den ersten paar Grand Prix wieder aufholen. Aber auf der anderen Seite sehen wir Oscar Piastri, der es nach dieser genialen Schlussphase in der letzten Saison geschafft hat, jetzt direkt hier zum Saisonauftakt einmal das Auto in Q3 zu stellen und von Platz 9 ins Rennen zu gehen. Der hat richtig was vor in dieser Saison und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es könnte in dieser Saison wirklich mal ein richtiges Battle mit unseren Teamkollegen geben und gleichzeitig zwei Leute, die an einem Strang ziehen und für die Konstrukteurs-WM punkten. Ich erhoffe mir da wirklich Großes, auch wenn wir aktuell noch im Leistungsvergleich ähnlich wie in der letzten Saison an sechster Stelle stehen. Ja, gucken wir mal, was wir im Rennen daraus machen können. Ich hoffe, dass wir im Long Run da wenigstens uns so ein bisschen wieder an das Gefühl im Auto gewöhnen können und ich würde sagen, wir machen das, was wir oft am Anfang machen, nämlich Medium-Soft fahren. Ich traue es mir ehrlich gesagt nicht zu, einen Hammer-ersten Stint hinzulegen, deshalb glaube ich, dass wir mit einem konstanten ersten Stint auf Medium-Reifen heute besser unterwegs sind, als am Anfang direkt Vollgas zu pushen und dann aber am Ende, wenn wir uns auch so ein bisschen eingefahren haben, können wir nochmal mit den Soft-Reifen bis zum Ende pushen. Ich glaube, das ist heute eine gute Strategie für das Rennen in Bahrain. 29 Runden stehen uns hier in diesem ersten Rennen in Bahrain bevor und ich hoffe, dass wir wieder gut wegkommen, wie das so oft in unserer Karriere bisher der Fall war. Ja, Albon kommt auf Softreifen hier gar nicht gut weg. Auch Piastri, schade, Piastri hier aus der Top 10 gestartet und wir sind schon neben ihm. Können wir hier gegen Theo Pourchaire, den Neuling im Williams, angreifen, der einiges auch gut gemacht hat. Oh, und wir kriegen da leider einen Unterbodenschaden und das schon... Am Anfang des Rennens haben aber hier einige Plätze wirklich gut gemacht. Platz 13 und Piastri direkt hinter uns auf der 14. Auch Joe Guanyu, Verlierer der Startphase, hat da 4 Positionen verloren. Und ich glaube, es liegt immer noch viel Sand auf der Strecke, deshalb auch am Anfang sehr schwer, die Pace zu halten, beziehungsweise das Auto auf der Strecke zu halten. Piastri zeigt sich da schon breit im Rückspiegel. Oh, und da drehen wir uns. Wir drehen uns direkt weg hier. Das gibt's ja gar nicht. Also so wenig Grip hatte ich schon lange nicht mehr. Und wir müssen leider jetzt doch von ganz hinten wieder ran. Der Unterbodenschaden hat sich also überhaupt nicht gelohnt. Richtiger Fehlstart, könnte man sagen. In diese Saison und in dieses Rennen. Viele Kämpfe hier im Feld vor uns. Und Alex Albon wird das so ein bisschen zurückgereicht. Vielleicht hat er da ein technisches Problem. Die Frage ist, ob wir davon irgendwie das profitieren können. Wir können hier tatsächlich hier gegen Sargent und gegen Albon bremsen, aber sehr, sehr spät, kommen hier an zwei Autos aber dadurch vorbei. Das war ein sehr riskantes, aber gutes Manöver. Und währenddessen haben wir vorne ein buntes Führungstrio. Lando Norris vor einem Mercedes und dann ein Ferrari auf der 3. Apropos 3, Runde 3 geht los, das heißt, es geht jetzt hier auch um DRS-Fights und da vorne ist es richtig eng zwischen den beiden Williams und Bottas, der da relativ weit hinten unterwegs ist mit dem Alfa Romeo, auch hinter seinem neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda. Lawson bremst früh und wir können hier unangenehm hier auf die Innenseite fahren. Ist die Frage, ob wir da vorne bleiben können. Ah, da drängen wir los so ein bisschen ab. Es war nicht beabsichtigt. Ich hatte wieder blockierende Vorderreifen.
Also das war gut, dass Lars da aufgepasst hat. Platz 19 für uns. Wir machen so langsam uns auf den Weg nach vorne. Auch Bottas, der scheint technische Probleme zu haben. Der hat ja schon einen riesen Abstand auf der Geraden. Sollten wir jetzt hier aber mehr Schwung haben und dadurch an Nyck de Vries vorbeikommen. Das sieht gut aus. Wir müssen nur früh genug bremsen. Das war etwas zu früh, aber gleichzeitig irgendwie glaube ich, bei unserer Bremse ist nicht alles korrekt, weil die Konkurrenz kann da viel besser bremsen als wir. Trotzdem sind wir jetzt an Nyck de Vries erstmal vorbei. Ja, Bottas richtig langsam. Wir können hier sogar außen hin bremsen. Da geht uns nur so ein bisschen der Platz aus. Aber hier außenrum vorbei, das geht normalerweise nicht. Für uns hat es funktioniert und wir sollten möglichst im 1-Sekunden-Fenster von Vesti bleiben. Ich hoffe, dass wir das jetzt mit dem ERS-Einsatz hier schaffen. Ja, im Mittelsektor, da ist tatsächlich Vesti schneller als wir. Vesti ja noch auf Softreifen auch. Und wir haben echt Probleme, das Auto auf der Straße zu halten. Ich versuche immer wirklich kurz vor knapp noch in das 1-Sekunden-Fenster zu kommen. Das klappt bisher ganz gut. Wir können da also noch mithalten. Und von hinten droht auch erstmal keine Gefahr. Und wir laufen jetzt da vorne auch auf ein paar andere Leute auf. Also es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber das Auto ist schon unruhig. Und es fühlt sich nicht so an, als ob wir da heute in die Punkte fahren können. Ja, und die weichen Reifen scheinen jetzt so langsam einzubrechen, denn Theo Pourchaire auf Medium-Reifen ist da vorne an Tsunoda vorbeigegangen und wir haben jetzt ganz schön viel ERS angespart hinter Vesti und Tsunoda. Das heißt, bald könnte der Moment kommen, wo ein Angriff Sinn macht. Ah, so nah dran waren wir jetzt hier an der Stelle noch nie und ich würde den Angriff jetzt dann versuchen, wobei man auch sagen muss, dass sie wahrscheinlich bald alle an die Box kommen werden, außer Theo Pourchaire, aber jetzt schon wieder Quersteher in der letzten Kurve und das lohnt sich nicht, hier den Angriff zu wagen. Da sparen wir lieber ERS für die paar Runden, wo wir dann wahrscheinlich niemanden vor uns haben werden. Ja, Frederik Vesti kommt jetzt rein, dann nehmen wir nochmal das DRS mit und ich hoffe auch nächste Runde das von Yuki Tsunoda, wenn wir jetzt hier doch ein bisschen ERS einsetzen. Das wäre ganz gut, dass wir da dann vorne dranbleiben können und einfach hier das Maximum aus diesem Sint rausholen, während jetzt die ersten Softstarter eben alle so langsam an die Box kommen. So, eine Runde später, Yuki Tsunoda geht auch rein. Wir sind nochmal im DRS-Fenster und können jetzt dann hoffentlich an Theo Pourchaire dranbleiben und unsere Strategie wiederholen. 5 Sekunden bevor Esteban Ocon auf Medium-Reifen, wenn wir jetzt hier auf die erste Kurve hin fast verbremst hätten. Eieiei. Ich schätze aber auch, dass jetzt die meisten Medium-Starter in die Box kommen. Ja, Pourchaire kommt rein und holt sich harte Reifen, genauso Oscar Piastri vor uns. Die fahren alle die Medium-Hard-Strategie, wir sind wohl wieder die einzigen mit Medium-Soft. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier diesen Stint noch gut zu Ende bringen. Möglichst wenige Fehler, DRS werden wir keins bekommen, aber ich hoffe, dass wir da einfach gut mitschwimmen können und dann mit den Soft-Reifen am Ende nochmal ordentlich pushen. Von hinten kommt jetzt Pierre Gasly, der kann ordentlich pushen, der hat im Vergleich zu seiner Startposition auch richtig viel gut gemacht. Der geht hier an dieser Stelle an uns vorbei, das heißt aber, dass wir jetzt auf ihn DRS haben werden und ich hoffe, dass wir da kurz mal hinten dran bleiben können, um die letzten beiden Runden eben nochmal DRS abzustauben. Pierre Gasly, der ist auf bestem Wege, heute ein überraschendes Ergebnis für Alpine einzufahren, der ist sogar da vorne dran an Carlos Sainz, der gerade aus der Box kommt. Uff, Quersteher. Hier kurz vor Startziel. Da habe ich ganz schön heftig korrigieren müssen, auch wenn man es gar nicht so wirklich gesehen hat. Ja, die Medium-Reifen hier sind zwar nicht so verrückt stark abgenutzt, aber auf dieser Strecke merkt man das deutlich stärker als auf anderen Strecken. Wir haben jetzt hier gegen Gasly in einer Runde hier 3 Sekunden verloren. Ja, also das ist wirklich ganz schön heftig und ich bin froh, wenn wir jetzt am Ende der Runde reingehen können und dann nochmal den letzten Stint mit weichen Reifen pushen können. Stroll hinter uns richtig ungeduldig, der hat jetzt aber auch 1-2 Sekunden hinter uns verloren und wir kommen jetzt an die Box. Sehr früh gebremst, etwas zu vorsichtig. Piastri da hinten im Mittelfeldkampf gegen Ocon, gegen Vesti, Tsunoda. Und da werden wir erstmal dahinter rauskommen. Die Frage ist nur, wie viel können wir auf den Softreifen wieder rausholen?
Wir werden sehr weit hinten rauskommen. Auf Rang 18, auf Rang 19. De Vries geht auch noch durch. Und jetzt geht's hoffentlich wieder vorwärts. So, schauen wir mal auf die Differenzen. 2,5 Sekunden auf De Vries, knapp 7 Sekunden auf Lawson. Wir gehen in Runde 19. Noch 11 Runden vor uns. Und noch bevor wir die erste Runde hier nach dem Boxenstopp richtig abgeschlossen haben, sind wir dran an Nyck de Vries. Und das zeigt, dass wir jetzt natürlich einen großen Pace-Vorteil haben im Getriebe vom Holländer. Und mit DRS werden wir hier gar kein Problem haben, vorbeizugehen. Ich habe in dieser Runde moderat gepusht, da geht noch ein bisschen mehr. 1,305, gute Rundenzeit, 2 Sekunden pro Runde sollten wir nach vorne jetzt aufholen. Die Frage ist nur, wie lang denn irgendwann werden die weichen Reifen oder wird der Vorteil der weichen Reifen ja auch wieder dahin geschmolzen sein. Auch ohne DRS haben wir jetzt hier in dieser zweiten vollständigen Runde nach dem Boxenstopp nochmal richtig pushen können, nochmal eine Zehntel schneller fahren können. Wir sind gleich innerhalb der Sekunde zu Liam Lawson. Dran am Haas-Piloten. Hier haben wir meistens ein bisschen Probleme beim Rausbeschleunigen. Aber jetzt haben wir DRS und eben den Reifenvorteil und da können wir hier schon vorbeigehen am Haas-Piloten. Nicht ideal jetzt hier, wie wir die Linie treffen, aber trotzdem besser als jetzt hier noch in diesem Segment hinter Lawson zu bleiben. Ihr seht ja, wie weit er jetzt schon hinter uns ist im Rückspiegel innerhalb dieser zwei Kurven. Und wir schaffen es jetzt wahrscheinlich auch schon ins DRS-Fenster zu Courchet und Vesti, die auch gegeneinander fighten jetzt. Mit unterschiedlichen Reifen im letzten Stint, die beiden. Gelbe Flagge. Aber wo, das ist hinter uns. Hinter uns ist irgendwas passiert. Ich glaube, Lawson, der rollt aus, den wir gerade überholt haben. Courchet geht an Vesti vorbei. Und wir bremsen uns hier auf die Spitzkehre rein gegen Vesti und gehen auch durch. Sehr gutes Manöver, Platz 16 für uns jetzt. Dran an Theo Courchet, der hat aber auch den DRS-Flügel. Riskant hier gegen den Williams-Piloten, aber wir haben noch einen Auftrag, wir wollen noch nach vorne kommen. Vielleicht können wir auch unserem Teamkollegen nochmal die Stirn bieten hier in diesem Rennen. Das wäre dann am Ende doch eine Mini-Überraschung, aber dafür müssen wir jetzt erstmal noch an Tsunoda vorbei und dann auf Ocon aufschließen. Piastri aktuell auf Rang 12, kein schlechtes Rennen, das war vor allem der Start, der schief ging leider. Weiß nicht, ob er es geschafft hätte, in der Top 10 zu bleiben, die Abstände sind da schon hoch. Aston Martin scheint da doch schneller zu sein, die haben nur das Qualifying ein bisschen verhauen. Jetzt aber erstmal hier der Angriff auf Yuki Tsunoda außenrum. Ja, kann sich da nochmal wehren, holpert aber über den Randstein, das haben wir jetzt hier die bessere Linie. Bisschen Probleme beim Beschleunigen, aber vor Tsunoda jetzt auf Platz 14. Runde 24 und wir haben auf Esteban Ocon aufschließen können. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch auf Startziel vorbeigehen, auch wenn wir ein kleines Problem beim Rausbeschleunigen hatten. Aber mit DRS und ein bisschen ERS-Einsatz sollte es hier reichen, an Alpine-Piloten vorbeizukommen, der heute deutlich hinter Gasly fährt. Aber die Topspeed vom Franzosen heute ganz gut. Kommen aber außenrum hier vorbei, haben deutlich mehr Grip noch auf den Softreifen und sind jetzt nur noch 4 Sekunden hinter Oscar Piastri. Ja, jetzt scheidet noch Nyck de Vries aus, 2-3 Runden vor Schluss, aber ich glaube nicht, dass es noch irgendeine Auswirkung nach sich zieht. Leider niemand, der vor uns ausscheidet, wobei das müssen noch 2 Leute sein, dass wenigstens ein Wagen von uns noch Punkte bekommt. Im Übrigen konnte ich die Lücke zu Piastri noch nicht schließen. Natürlich, die weichen Reifen jetzt auch schon am Ende ihrer Lebensdauer. Wir schaffen es nur noch wenige Zehntel pro Runde aufzuholen. Vielleicht schaffen wir es am Ende noch ins DRS-Fenster, aber wahrscheinlich eher nicht. Und Piastri hat sich diesen Platz vor uns ja auch durchaus verdient nach dem guten Qualifying und dem einigermaßen konstanten Rennen. Was aber eine viel größere Überraschung ist, ist, dass vor Piastri Max Verstappen auf Platz 11 fährt. Der bekommt keine Punkte hier, so wie es scheint, im ersten Saisonrennen und wird geschlagen von Zhou Guanyu. Das ist doch eine große Überraschung. Ja, die letzte Runde war jetzt noch ein Materialschongang, keine Chance mehr nach vorne irgendwas auszurichten. Und es war zwar kein Rennen mit Punkten, aber damit zumindest ein geschlossenes Teamergebnis auf Platz 12 und 13 heute.
you were with my parents, yeah, it changed their minds. Cause you were sweet and looking like you care, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Ja, Lewis Hamilton gewinnt den Saisonauftakt für Mercedes, Leclerc aber nah dran, für eine kleine Überraschung zu sorgen. Der wird Zweiter, George Russell nur Dritter und Alonso und Lando Norris am Ende auf Rang 4 und 5 im McLaren. Carlos Sainz Sechster, Pierre Gasly richtig stark unterwegs, am Ende Siebter, dem fehlen zwar dann einige Sekunden auf die Top 6, hat aber auf jeden Fall seinen Teamkollegen heute extremst outperformed und von Startplatz 14 ist er da echt weit nach vorne gekommen. Für ihn lief der Alpine heute richtig gut und Zhou Guanyu eben auch. Sensationell schlägt Max Verstappen. Klar, Red Bull wird richtig enttäuscht sein. Platz 8 und 11 im ersten Rennen. Aber Zhou Guanyu scheint zumindest eine richtige Personalie zu sein für diese Saison. Wer weiß, was da bei Verstappen heute schief lief. Und Stroll und Magnussen noch 2 und 1 Punkt jeweils. Für uns, ja, wie schon gerade auf der Ziellinie gesagt, war es kein schlechtes Rennen grundsätzlich. Wir haben in Runde 1 den Fehler gemacht und mussten dann von hinten losfahren. Es wäre cool gewesen, wenn wir da dann schon etwas weiter vorne gewesen wären. Aber wenn wir auf die Zeiten gucken, mal ehrlich, wir haben da nicht mehr als 10 Sekunden verloren. Und es ist erschreckend, dass die Top 10, Top 11 heute in diesem Fall so stark unterwegs ist. Das hat so ein bisschen die Vibes aus dem Saisonfinale in Abu Dhabi, wo wir problemlos quasi auf Platz 11 ungefähr fahren konnten. Aber die Top 10 war einfach viel zu weit weg. Und ich fürchte, dass das so ein bisschen der Trend auch für diese Saison sein könnte. Ich kann mir vorstellen, obwohl wir Fortschritte gemacht haben, dass es dieses Jahr deutlich schwieriger sein wird, in die Punkte zu fahren. Aber wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Theo Pocher, gutes Rennen auf der 14. Ocon hatte bestimmt auch technische Probleme, sonst kann ich mir nicht erklären, warum der da 40 Sekunden hinter seinem Teamkollegen rumfährt. Alfa Romeo auch sehr enttäuschend, auf Rang 16 und 19 am Ende. Und dann schauen wir mal kurz auf die Rangliste, die Konstrukteursrangliste. Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine vor Red Bull. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das langfristig in dieser Saison entwickeln wird. Ja, zurück im Hauptmenü und nach diesem etwas wackeligen Saisonstart müssen wir schauen, dass wir unsere Forschung und Entwicklung weiter treiben können. Eigentlich würde es jetzt sinnvollerweise weitergehen mit Aerodynamik und Chassis, leider haben wir keine passende Teamaktivität dafür. Dann würde ich hier einfach mal den Triebwerk-Teamaufbau noch dazu nehmen, dass wir da eventuell das auch noch in Erwägung ziehen und dann geht es jetzt hier vielleicht weiter mit Teamanerkennung. Da gibt es auch ein bisschen Cash. Den Schwerpunkt Triebwerk wollen wir nicht machen, weil das dann die anderen Abteilungen ein bisschen schadet. Von daher glaube ich, ist das eine ganz gute Aufteilung. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit 2860 Ressourcenpunkten noch kommen. Wir haben aktuell noch ein kleines Teil beim Antrieb, was entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein zweites Teil dann machen können. Nee, können wir nicht. Von daher müssen wir da eh warten. Also bringt uns die Teamaktivität in dieser Woche gar nichts. Aber wir können bei der Aerodynamik hier mal reingucken. Das kostet über 2000 Ressourcenpunkte. Diffusor, die Nase oder eben hier oben die überarbeitete Bremslufthutze. Und die gibt wohl am meisten Fortschritt überraschenderweise, wie es hier scheint. Und wir haben auch gar nicht so eine hohe Fehlschlagsrate, weil wir da noch Boni von vor dem Saisonstart haben. Und dann würde ich sagen, legen wir damit direkt los. Das kommt nach Australien. Großes Update. Ich hoffe sehr, dass uns das dann nach vorne katapultiert. Was die Aerodynamik angeht, sieht das fast so aus, als ob das klappen könnte. Allerdings haben wir jetzt natürlich wieder keine Ressourcenpunkte wirklich übrig, um was anderes noch zu machen. Aber so wird es in dieser Saison immer grenzwertig laufen. Ich hoffe aber, dass wir damit zumindest Alpine und Aston Martin mittelfristig in dieser Saison die Stirn bieten können. Vielleicht aber auch Red Bull. Und das wäre wirklich das Ziel, dass wir vielleicht als viertbestes Team am Ende der Saison dastehen und dann dementsprechend auch in der zweiten Saisonhälfte bessere, konstantere Ergebnisse einfahren können. Wie sieht es mit den Komponenten aus? Getriebe weiterhin kritisch, nach einem Rennen schon 21
50% Abnutzung. Bei dem anderen sieht es noch einigermaßen gut aus. Da müssen wir auf jeden Fall auch in dieser Saison wieder einen Blick drauf werfen. Ich spule jetzt mal nach vorne, mal gucken, ob noch irgendwas Wichtiges passiert. Ja, natürlich. Wie immer müssen wir auch mal einen Rivalen auswählen und in dem Fall müssen wir wohl oder übel Max Verstappen nehmen, weil der Red Bull einfach aktuell das schwächste Auto von diesen drei Leuten hier ist. Ja, leider ist hier beim Antrieb auch das Teil gerade nicht angekommen. Das ist ärgerlich. Das war aber, glaube ich, auch nur ein kleines Upgrade. Das würde ich jetzt gleich wieder in die Wege leiten. Oder wir machen ein größeres, wenn wir da genügend Ressourcenpunkte haben. Auspuff zum Beispiel. Ja, haben wir aber nicht genug. Schade, schade. Vielleicht machen wir hier auch tatsächlich kurze Pause und machen nicht mit dem kleinen Upgrade weiter, sondern dann mit einem großen nach dem nächsten Rennen. Das ist leider ärgerlich, wenn es wieder mal nicht ankommt, aber das heißt, wir gehen einfach mit demselben Entwicklungsstand wie auch vor Bahrain in das Rennen in Saudi-Arabien. Aber wir haben gerade den Hinweis bekommen, dass wir noch ein bisschen Geld haben und da ist die Frage, ob wir vielleicht hier beim Triebwerk auch die Produktionskapazität mal ausbauen. Das kostet nur 2,25 Millionen und das macht, glaube ich, jetzt gerade schon Sinn, weil wir da doch eventuell ab und zu mal zwei Upgrades noch machen können. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, als jetzt das komplette Geld hier in eins dieser Themen zu stecken. Erfahrungswert ist aber auch nicht schlecht. Rennkunst, Aufmerksamkeit, 8 Millionen, dann werden wir wieder bei 0. Macht vielleicht schon doch auch Sinn, 8 Millionen hier noch reinzustecken in das Personal-Upgrade und dann haben wir fast kein Geld mehr, aber wir müssen ja eigentlich erst wieder zur Saisonhälfte uns um eine Vertragsverlängerung kümmern. Von daher passt das erstmal für die Vorbereitung hier vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien. Da freue ich mich schon drauf, da waren wir immer richtig gut unterwegs. Ich hoffe, dass wir da die ersten Punkte in der Saison jetzt holen werden, nach diesem etwas holprigen, aber doch relativ konstanten Start in Bahrain. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in Saudi-Arabien wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus.